magisches Schloss. Hallihallo. Wisst ihr, wie man eine Meerjungfrau in euer Badezimmer anlockt? Ich zeig's euch. Wir brauchen ein paar Pflanzen. Das wird ja hübscher hier. Und jetzt noch ein paar Meerespflanzen. Ab ins Wasser. Jetzt noch ein paar Steinchen. Wow! Jetzt noch ein paar schöne Muscheln. Aha! Und jetzt heißt es warten. Wow! Hört ihr das? Hallo, kleine Meerjungfrau. Hallo, Irene. Du hast es ja schön hier. Es freut mich sehr, dass es dir hier gefällt. Du hast ein wunderschönes Bad. Irene, ich habe Hunger. Sag mal, was essen denn kleine Meerjungfrauen? Aber das weiß doch jeder. Meeresschaum natürlich. Das ist das Leckerste, was es gibt. Meeresschaum? Aber wo soll ich den jetzt herbekommen? Ich habe eine Idee. Ich habe hier verschiedene Shampoos. Und daraus könnte ich Schaum machen. Isst man den Schaum aus Tellern? Natürlich nicht. Aus Muscheln. Ich hole dir ein paar. Bitte sehr. Yeah! Vielen Dank, liebe Meerjungfrau. So. Den Deckel abschrauben. Und ein bisschen in die Muschel tropfen. So. Mit dem Deckel schöpfen wir noch ein bisschen Wasser ein. Jetzt brauchen wir einen Strohhalm und ein feuchtes Taschentuch. Unser Taschentuch stülpen wir über den Strohhalm und machen es mit einem Gummi fest. Und wie geht's weiter? Das siehst du gleich. Bitte sehr. Wow. Schmeckt das gut?
Meeresschaum, den ich je gegessen habe. Meeresschaum? Darf ich auch? Hallo, Meerjungfrau. Natürlich doch. Welche Farbe möchtest du? Die sind ja alle schön. Ich hätte gern rosa. Ja, aber gerne doch. Wieder ein bisschen Wasser und pusten. Was für eine große Blase! Bums! Lecker schmecker, lecker schmecker! Hallo! Ich habe gehört, ihr macht hier den besten Meeresschaum der Welt. Hallo, Meerjungfrau. Ja, so sieht's aus. Welchen Geschmack willst du denn? Ich hätte gern Orange. Das ist eine gute Wahl. Und jetzt? Pass mal auf. Das sieht ja toll aus. Ich kann es ja kaum erwarten. Bitte sehr, lass es dir schmecken. Oh, vielen Dank. Wie lecker. Fantastisch. Irene, es ist voll schön bei dir. Das ist das schönste Badezimmer, in dem ich war. Hallo. Das freut mich sehr. Und bei dir? Wohnen bei dir im Badezimmer auch mehr Jungfrauen? Wir sehen uns noch. Tschüss.